Ich habe ja noch die GoPro dabei. Mit richtig großem Weitwinkel. Da kriegen wir vielleicht mal die ganze Burg drauf. He? Ich sehe zwar nicht, was ich filme, aber vielleicht lassen sich so die Dimensionen erahnen. Richtig schön. Mann, solche Burgen hätte ich gern mal gesehen. In komplett ganz. Hier mal ein Blick da runter. Auf das schöne kleine Montreal. Nicht zu verwechseln mit Montreal. Das wäre ein bisschen weiter weg. Und da drüben ist noch eine kleine vorgelagerte Festung, zu der wir jetzt noch hinlaufen. Ist da hinten so ein Schleichweg darüber. Und da oben sind wieder die Falken, die warten, bis wir endlich weg sind, damit sie in ihr Nest zurück können. Das hier wahrscheinlich in der Burg ist. Kommt da schon angesegelt? Ah, das ist gar keiner, aber da vorher waren Falken. Das war eine Krähe. Da hinten sind sie am Jagen und am Kämpfen. Mit Milan und Bussarden. Hier hat es echt alles, ey. Vogelparadies. Vogelparadies. Milan kreist am Himmel. Bussarde, Falken, Krähen. Mann, richtig traumhaft. Hier gibt es tolle Wanderwege. Irgendwas hier vom. Na, wie heißt dieser Wanderweg da? Quer durch Europa. Waren da unten auch irgendwelche Zeichen? Ja. Coole Geschichte. Also landschaftlich traumhaft. Nichts vergessen. Sehr gut. Also die Eifel. Schön. Vor allem auch klasse zum Wandern. Ne? Durch solche hügelige Landschaft. Nicht ganz so dramatische Höhenmeter jeden Tag wie gut Schwarzwald geht eigentlich auch noch, aber wenn du so im Voralpengebiet, Alpengebiet unterwegs bist, da hast du ja nur noch Höhenmeter. Da ist das hier schon eine angenehmere Geschichte, ne, für so alte Knochen. Himmel wieder Luftkämpfe über der Eifel. Aber man sieht es wahrscheinlich nicht auf der GoPro, da ist die zu weitwinklig. Ja, aber dafür kriegt man hier die schöne Landschaft drauf. Oh, da war gerade ein Neuntöter, ist ja interessant. Und Vögel hat es ja, das ist ja wahnsinnig. Ich meine, im Schwarzwald haben wir schon ganz ordentliche Vogelpopulation. Aber hier ein Krach heute Morgen. Also Wecker brauchst du hier wirklich keinen. Um 4:30, 5 geht's dir aber los, du, mit einem Vogelkonzert. Heiland, Mailand, du. Kannst ja dein Handy ausschalten. Ah, hier. Traumpfade Rhein-Mosel-Eifelland. Auch gut ausgebaute. Boah. Steile Wanderwege. Ah, was für ein schönes Bild. Bloß blöd, der gelbe Bagger zwischendrin passt mir so gar nicht ins Bild. Super Wege hier in diesem Gebiet. Noch ein bisschen Vloggen hier mit der GoPro, dass man vielleicht ein bisschen was von der schönen Landschaft drauf kriegt. Hat natürlich keinen Bildstabilisator und ich bin am Laufen. Ich entschuldige mich hier schon mal für das Gewackel in den Videos mit der GoPro, aber das ist halt so ohne Bildstabi. Ah, schön. Oh, klasse Blick von hier auf die Burg, muss ich noch ein Foto schießen, ja. Wenn man wieder mal in einer neuen Gegend unterwegs ist, kommt wieder das Fotografenherz, schlägt da ja wieder. Wenn man dann ständig filmen und fotografieren will, muss man sich immer mal entscheiden, mache ich jetzt hier noch ein paar Fotos, mache ich noch schnell einen Clip. Aber toll. Ja, schöne Geschichte hier in der Eifel, muss ich sagen, gefällt mir. Landschaftlich, allererste Sahne. Tolle Natur, recht ruhig. Klar, hat natürlich immer ja ein paar Autos, aber man hat so richtig gemerkt, wo man die Autobahn Richtung Eifel gefahren ist, da wurde es immer ruhiger und viel weniger Verkehr wie auf diesen Hauptlinien quer durch Deutschland. Und als wir die Autobahn verlassen haben, haben wir so richtig gemerkt, oh, hier ist auch recht
ruhige Gegend. Toll.